Liebe FIFA-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer Gameplay-Folge hier im Ultimate Team mit Shinji Kagawa und Toni Kroos, den ihr da seht, den wir in der letzten Folge gezogen haben. Es hat sich ein bisschen was getan im Rest der Mannschaft. Das möchte ich euch dann sofort mal zeigen. Ihr seht schon, Bundesliga hinten drin, Viererkette plus Christoph Kramer und natürlich Sven Ulreich hinten drin, Toni Kroos, der macht alles. Die Standards, er ist Kapitän. Und für Kagawa hat sich in dem Sinne nichts geändert. Also von der 7er Chemie sind wir nicht runtergekommen. Auch deshalb, weil Kramer da steht. Das hat keinen Einfluss gehabt. Also, die Spieler, die wir jetzt da drin haben, die sollten uns eigentlich ganz gut zu Gesicht stehen. Trash hat einen sehr, sehr guten Schuss, wie ich schon feststellen konnte. Hat ein sehr geiles Longshot-Tor gemacht, was ich leider nicht auf Band habe. Leute, das neue Team der Woche, das ist der absolute Hammer. Allein schon wegen dem Kalfakter da vorne drin. Lionel Messi, Recordbreaker. Ich habe die genaue Zahl nicht. Ich glaube 253 oder sowas Tore hat er erzielt. Wir haben Pogba drin, wir haben Eriksen, Carvajal hinten drin und natürlich vorne. Das ist einfach überdimensional. Diese Karte ist momentan, glaube ich, sowas in der Art 11 Millionen wert. 10, 11 Millionen auf der PS4. Also ich glaube, wenn ich die ziehe, dann mache ich Facecam. Und dann mache ich von mir aus nackten Samba-Tanz. Keine Ahnung, also irgendwas ganz Beklopptes. Das wäre der absolute Oberburner. Der hier ist auch ein Oberburner. Cuauhtémoc Blanco, 17.01.73 geboren. Also der Mann wird nächstes Jahr im Januar 42 Jahre alt. 28er Tempo ist der absolute Gipfel. Aber 5 schwacher Fuß und 4 Sterne bestätigt der Bewegung. Das schaut wirklich sehr, sehr gut aus. Das ist wirklich Respekt, in dem Alter noch auf diesem hohen Niveau zu spielen, auch wenn es nur die mexikanische Liga ist. Nur. Das gebührt schon wirklich Respekt. Die Online-Saison. Schauen wir mal kurz rein. Die sieht nicht so gut aus. Wir haben noch 4 Spiele, wir haben 7 Punkte. Wir brauchen noch einen. Einen Punkt noch, um nicht abzusteigen aus dieser Liga. Wir bräuchten 14, um den nächsten Aufstieg klar zu machen. Aber erstmal natürlich der Fokus auf den Klassenerhalt. Vielleicht können wir das heute schon schaffen. Unentschieden reicht. Aber das ist meistens nicht so gut, wenn man nur auf Unentschieden spielt. Also, wir wollen gewinnen. Ich suche einen Gegner und dann bis gleich. Da haben wir einen. Serie A, was ist das? Ach du Scheiße. Leck mich doch sonst wo. 6 Informkarten. Juve mit Chiellini, Bonucci und Tevez. Higuain sehe ich noch, Insigne auf der linken Seite. Und dann haben wir noch Hamsik von Neapel auf der ZOM. Dazu noch Cuadrado, den habt ihr wahrscheinlich auch noch gesehen. Boah, und dann auch noch so ein Wetter. Das könnte definitiv hässlich werden. Der versucht doch gleich mal durchzupacen hier. Toni Kroos, aber gleich klasse dazwischen. Also der lässt sich da gar nichts erzählen. Da hoffe ich natürlich auf ganz, ganz viele glänzende Pässe von dem guten Toni. Der ist zu lang. Das war aber Kramer. Ich weiß nicht den Wert. Den genauen Wert von Toni Kroos. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Auch wenn man ihm ja oft vorwirft, dass er... Oh, Achtung da hinten. Der ist sofort drin. Ich werde verrückt. Carlos Tevez. 4. Minute. Man lässt mich noch nicht mal aussprechen. Krasser Fehler da von Santana. Den Ball muss er haben. Da macht er irgendeinen komischen Ausfallschritt. Um das mit Toni Kroos nochmal fertig zu erzählen. Man wirft ihm oft vor, dass er ein Querpasser ist. Dass man ihm eigentlich kaum irgendwas Innovatives wirklich nach vorne ausgeht. Oh Gott, Insigne auf der linken Seite. Aber das kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Also die Lobeshymnen in Madrid, die sind schon nicht zu überhören. Klar, das hat damals auch Özil gehabt. Aber damals war Özil auch noch nicht in der Welt des Glamours angekommen. Was ihm anscheinend so ein bisschen seinen Geist vernebelt hat. Und ich da denke ich einfach schon, dass Toni Kroos da gesettelter unterwegs ist. Von der reinen Erziehung her, wie er sich gibt. Oh, sehr gut von Benzema. Karim Benzema kommt da in den Strafraum. Chiellini. Boah, das ist so ein Hassspieler von mir. Das muss ich ehrlich mal sagen. Ich habe den im 14er nicht gezogen und im 15er auch noch nicht. Wenn der gegen mich spielt, ich habe so einen Hals. Der Mann, der kann alles. Bakka. Carlos Bakka ist vorbei. Nicht ganz. Nächste Chance nochmal. Mkhitaryan. Kagawa geht weg. Und der rutscht in die Eckfahne rein. Gibt nur einen Wurf. Schade eigentlich. Leute, das will man ganz schön mit einer kämen. Benzema. Benzema. Super vorbei. Und da vorne. Bakka kommt nicht hin. Hinten nochmal Schmelzer. Rennt den Gegenspieler rein. Kommt den Ball nochmal. Du hast es nicht ernsthaft für den Freistoß gepfiffen.
du hast. Was soll ich machen? Die laufen ineinander. Warum kriegt er den Freistoß dafür? Oh, der ist vorne schon wieder ganz alleine durch. Oh je. Santana. Kreuzt da fast immer die Laufwege mit dem Stürmer. Subotic, ganz, ganz stark. Ich hätte ja ganz gerne mit Varane und Subotic gespielt, aber das passt nicht. Das passt nicht, weil ich habe keinen, der einen Hyperlink zu Varane gibt. Und dann kommt auch keine volle Chemie. Wenn er eben nur den gelben Link zum Torwart und eben zu entweder Gomez oder Koke bekommt auf der rechten Seite. Deswegen ging das nicht. Also da müssten wir vielleicht noch Glück haben in Packs, dass wir da einen ziehen. Carvajal zum Beispiel, der in der Elft der Woche ist. Da hinten ist absolutes Kuddelmuddel. Absolute Katastrophe. Schaut euch das mal an da. Also da muss ich kein Mensch wundern. Jetzt geht er nicht zum Ball. Kagawa, sehr schön gemacht. Vorteil. Über Bakker. Bakker sieht eigentlich aus wie 150 Kilo. Schwer wie sonst irgendwas. Benzema hat den Ball. Benzema. Und wir machen den Ausgleich. Karim Benzema, 21. Und wer hat den Pass gespielt? Kramer. Noch nicht mal groß. Kramer. Und dann durch die Beine des Torwarts. Also ich würde mal sagen, sehr gut gezielt vom französischen Weltklasse-Stürmer. Und er versucht sofort wieder durchzupacen hier. Mit Higuain hätte ich auch nichts gegen. Alter. Da ist Ulreich. Der einen schweren Stand hat bei sehr, sehr vielen Fußballfans in Deutschland. Natürlich auch bei seinem Verein. Der Anhängerschaft des VfB Stuttgart. Habe ich ihn nie verstanden. Also für mich war das immer ein ganz guter Mann. Benzema, schlechter Pass, bekommt den Ball wieder. Und da habe ich, es gab Zeiten, da habe ich wirklich gesagt, es ist einer der besten Torhüter in Deutschland, Sven Ulreich, aber irgendwie teilt diese Meinung kaum einer. Nächster Ball nach hinten. Da haben wir eben den Vorteil, dass Felipe Santana sehr, sehr schnell ist. 80er Pace-Wert. Aber er ist jetzt trotz seiner Größe nicht so mit einem Körper ausgestattet. Es fällt dann den Spielern teilweise recht leicht, ihn eben zu überlaufen. Toni Kroos mit links. Der ist ja, glaube ich, nicht sein starker Fuß. Aber er hat ja 5 Sterne schwacher Fuß. Von daher kann man das auch mal mit links versuchen. Kramer nochmal nach vorne. Benzema. Und wieder dieser Chiellini. Ich werde noch verrückt. Also gebt mir was weiß ich. Kompany, Ramos, alles mögliche. Setzt die mir vor die Nase. Spiele ich gern gegen Bakka. Nächste Chance. Aber nicht diesen Chiellini. Der Typ ist echt ein Albtraum. Toni Kroos ist auch natürlich, wie ich eben am Anfang schon gezeigt habe, der Mann für alle Standards. Von der rechten Seite Ecke, linke Seite Ecke und natürlich auch für alle Freistöße. Kommt nicht so schlecht. Den kann er klären und jetzt müssen wir hoffen, dass Subotic schneller ist. Ja, er ist schneller. Und wir bei nach vorne. Kramer, guter Pass. Mkhitaryan. Mit dem schwachen Fuß da. Versucht den Finesse, ich habe keine Ahnung warum. Sirigu hat da in dem Tor gehen. Der hält ja auch immer alles. Könnten wir auch mal ziehen. Groß von der linken Seite. Kommen wir da dran. Wir kommen. Drama und Kagawa. Wobei letzterer nicht unbedingt prädestiniert ist für diese Art von Kopfbällen. Natürlich Benzema. Also wir hätten es jetzt schon verdient, hier in Führung zu gehen. Muss man ganz ehrlich sagen. Die nächste Chance kommt. Der Bakker kommt nicht vorbei. Ihr könnt mal raten, an wem er nicht vorbeikommt. Hamšík. Hamšík. Guter Pass. Also das ist quasi, was bei uns Toni Groß ist, ist bei ihm Hamšík. Auch wenn Groß bei uns ein bisschen weiter hinten steht. Versucht den Ball nach vorne. Und er war es wieder. Tevez. Carlos Tevez, da kommst du nicht hin. Die normale Karte ist schon schlimmer, der Inform ist noch schlimmer. Tevez. Das Ding genau in die Mitte. Und irgendwie schaffen wir es da, keinen Elfmeter zu verursachen. Und den Ball zu klären. Himmel, Arsch und Zwirn. Mkhitaryan. Vorne auf Bakker. Na, Pogba, das ist auch so ein Kandidat. Also ein Allrounder, wie er im Buche steht. Super Tackling von Marcel Schmelzer. Wir haben nicht mehr lang bis zur Halbzeit. Nochmal vorne reingechippt. Was machen die da hinten? Sind sie nicht einig? Und da muss Ulreich hin. Ja, das sind dann halt immer die dankbaren Bälle für den Torwart. Wo du so hinfliegen kannst. Ich sollte den jetzt echt nicht verkneifen. Da immer so blöd abzuwerfen in die Mitte. Ein Kopfball des Gegners und dann stehen die vorne frei rum. Das muss Gelb geben. Den muss er ziehen. Chiellini mit der gelben Karte. Ja, war nicht allmächtig gerade in der Situation. Schauen wir nochmal drauf. Da ist der Ball. Ah. Ja, er hat halt Glück, dass es zum großen Teil eben von vorne passiert, diese Attacke. Das von der Seite. Dann hat der Schiedsrichter schon die Möglichkeit zu überlegen, was mache ich jetzt? Geiler Freistoß. Geiler Freistoß, ey. So kann man sich auch die Chancen kaputt machen, ne?
nur den Gegner einladen. Subotic, nächstes Foul. Wieder so ein Freistoß. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich versuche dann meistens Spieler ranzuholen, wie jetzt Subotic. Dann klappt es auch. Manchmal kommt aber keiner. Und dann stehst du da wie so ein Vollidiot. Dann musst du doch wieder lang spielen. Groß. Ja, das will ich öfter sehen, sowas. Benzema. Benzema, der kommt nicht vorbei. Das habe ich mir wirklich zum Ziel gesetzt. So ein bisschen das zu lernen, zu trainieren, die Trickserei, die Skills. Und dann eben auch einsetzen zu können, wo es Sinn macht. Toll von Kramer, aber leider Gottes bleibt der Gegner in Ballbesitz. Was machen wir jetzt? Da müssen wir den Pogba mal wegholen. Toni. Und da ist Halbzeit. Gott sei Dank ist da Halbzeit. Habt ihr gesehen, wo der den Ball hingespielt hat? Genau vor die Füße des Gegners. Ich glaube, der hat jetzt einen Hals. Also wir waren ebenbürtig von den Chancen her. Nur wir hatten mehr Ballbesitz. Und ich glaube, der letzte Nachdruck war bei uns auch eher da. Zumindest nach der Szene am Anfang, wo wir uns erstmal fangen mussten. Da kann man auch mal eine Karte ziehen. Der lässt es weiterlaufen. Ist der bekloppt? Also manchmal, ey, da falle ich bei dem Spiel echt vom Glauben ab. Also wenn das kein Foul ist, was bitte dann? Ich bin ja schon zufrieden damit, wenn ich nur gepfiffen hätte. Ich habe ja gerade noch gesagt, das ist eigentlich auch schon mal irgendwo eine Karte. Ne? So wie die da reingehen. Total unnötig im Mittelfeld. Ja, da ist FIFA sehr eigen. Also Bällchen läuft jetzt, obwohl es so ein schlechtes Wetter hat. Benzema, schön gedreht. Da vorne ist Kagawa, zurück auf den Franzosen. Was jetzt? Kagawa. Kagawa hat jetzt nur noch die Abwehr da hinten vor sich. Kagawa, jetzt schieß! Nicht platziert genug, der Benzema wird angeschossen. Also jetzt wäre es überfällig. Jetzt wäre es überfällig. Die stehen nicht schlecht da hinten, die Jungs. Oh, was macht denn der Schmelzer da gegen Tevez? Komm, geh hin. Ich trau mich nicht. Flank den in die Mitte. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Also jetzt habe ich aber echt gerade mal ein bisschen schlechte Laune. Klar, ich hätte da hingehen müssen. Aber ich habe das gesehen in der Mitte, dass da einer steht. Und ich wollte es halt ihm den Platz nicht geben. Also wir haben die dicken Möglichkeiten, hier selbst in Führung zu gehen. Und dann kassieren wir das durch eine Flanke. Und für mich war der jetzt nicht unbedingt so, dass er reingehen muss. Der war nicht unbedingt platziert, der war nicht hart erwischt vom Spieler. Von Hamšík. Und trotzdem geht er rein. So einen richtig guten Torwart haben wir noch nicht. Das gilt weder für Ulreich, das gilt weder für Titon. Lindegaard. Also da wäre auch nochmal was Geiles drin. Ne? Aber wir hatten schon sehr viel Glück wirklich in den ersten Packs. Mit Kagawa in der Web-App und dann im ersten Pack wirklich, als das Spiel rauskam. Mit Benzema, den wir da vorne sehen. Der hat einen schweren Stand. Nach wie vor natürlich gegen Kollegen Chiellini, den man ganz schön sieht mit seiner gelben Karte. Wir haben es noch nicht geschafft, den unter Druck zu setzen. Oh, jetzt verlieren wir den nächsten Ball. Also das ist nicht gut gewesen von Schmelzer. Der war es ja eben auch schon. Hamšík schon wieder in die Mitte. Da ist Santana. Vorteil, dass er so groß ist. Oh! Junge, was ein Ding. Der wurde mal ganz lang da hinten. Ja, von den Schüssen. Also er hat jetzt nach der Führung nochmal nachgelegt. Wir haben es halt am Anfang der Halbzeit verpasst. Aber es ist ja noch lang. Es ist noch eine halbe Stunde zu spielen. Groß. Ja, er ist relativ wendig. Das gefällt mir. Kramer. Ist natürlich jetzt offen da hinten wie ein Scheunentor. Ist abseits. Der hat alle Möglichkeiten gehabt. Der hätte nochmal quer spielen können. Der hätte selber gehen können. Subotic ist zwar nicht langsam, aber auch nicht der schnellste. Groß auf Dresch. Ich würde ja gerne mal mit ihm einfach mal draufholzen, aber da habe ich noch nicht keine Möglichkeit gehabt. Das passt manchmal ganz gut nach Ecken. Mkhitaryan. Sehr gut. Da ist Kramer. Oben ist Platz, da wollte ich hinspielen. Ich hatte aber schon auf Schießen gedrückt, verdammt nochmal. Benzema flankt den nochmal rein. Und Kagawa, wieder mal das Problem des Kopfballs. Toni Groß, Schusstäuschung. Schieß mal, hau mal drauf jetzt. Und er geht an den Pfosten. Oder war das sogar das Lattenkreuz außen? Ich habe keine Ahnung. Toller Schuss von Toni Groß. 25 Minuten vor dem Ende. Das ist halt das Pech, was wir haben in dem Spiel. Teilweise Unvermögen und dann kommt Pech wieder dazu. Dresch. Alter. Also dann kommt dann auch teilweise Glück dazu, wenn man da hinten so riskant die Bälle rausspielen möchte. Benzema. Kagawa, das ist halt schade, ne? Da die nächste Aktion im Mittelfeld, das pfeift er jetzt. Komm. Mach doch, Mann. Oh. Also es geht gerade echt dermaßen auf die Nerven. Ich habe den schnell spielen, da vorne war nämlich echt was drin. Santana, was macht der denn jetzt da vorne? Gut, aufgrund des Freistoßes. Higuain. Gonzalo Higuain.
Da unten ist Platz. Subotic, Subotic. Kommt nicht dran, aber Ulreich glänzend. Groß. Schade, das ist Kagawa. Super Kampf. Toller Kampf der Mannschaft. Unten jetzt Mkhitaryan. Wir brauchen einen Punkt, um definitiv hier nicht abzusteigen. Wenigstens schon mal das. Nächster Ball in die Spitze. Vorne Hamsik. Das meine ich damit, ne? Santana, das ist eigentlich nicht schlecht, was er da macht. Komm hoch da hinten. Vorentscheidung verpasst. Santana ist schnell, aber er, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann lässt er sie wegschieben. Wenn der Gegner eben ein bisschen was an Füßes hat. Da war kein Mensch. Da oder sie wieder. Und dann haben wir einfach nur riesiges Glück, dass der hinten den Kopfball nicht reinköpft. Frei vom Tor, ohne Torwart. Benzema. Benzema am ersten vorbei. Wo ist Chiellini? Wo ist Chiellini? Da ist auf jeden Fall Bakka. Nimmt den Ball anständig mit. Im allerletzten Moment kommt er da wieder hin. Das war aber nicht Chiellini. Auch wenn mich das nicht gewundert hätte. Ah, Mann, ey, da ist ein Pfosten im Weg. Eine Latte. Oder eben dann im allerletzten Moment kommt der Gegner wieder noch zum Ball. Mkhitaryan, was machen die da? Das sieht aus wie morgens um 8:30 sonntags in der Kreisklasse. Aber gut. Das ist eben schlechtes Wetter hier. Kann passieren, dass da mal so ein Ball wegrutscht. Ja, Toni. Ne, so aber nicht. So aber nicht. Guter Ball hinten rein. Da steht Dresch, Dresch, hol weg. Ich lerne aber auch nichts dazu. Da steht einfach mal wegzuschießen. In dem Fall war es halt gut. Haben wir die Möglichkeit jetzt da hinten. Da hinten ist Kagawa. Ne, kommt nicht dran. Ich will einmal das Glück haben, wirklich. Ah, schön von Kramer. Klasse von Kramer. Jetzt oben hin wieder. Christoph Kramer schießt und der ist nicht drin. Das sah in der ersten Einstellung wirklich so aus, gefühlt, dass der reingehen könnte. Kurzes Eck, aber war nicht der Fall. Schmelzer. Mkhitaryan, der schiebt das Ganze jetzt von hinten an. Macht so ein bisschen den Defensivpart. Benzema, langes Bein, da vorne ist Kagawa. Meine Fresse, ein halber Meter fehlt. 88. Minute. Also wir sind dann teilweise wirklich zu blöd. Bisschen Pech dazu, aber das ist nicht alles. Das ist dann teilweise einfach Unvermögen. Und mit den Spielern, die ich da vorne habe, Benzema, Kagawa, Bakka, was weiß ich, da müssen wir normalerweise so Dinge einfach mal reinschießen. Und jetzt kommt der Konter. Jetzt über Higuain. Higuain mit dem Lupfer. Aber da habe ich den Torwart nur ganz kurz rausgezogen, um den Spieler zu verwirren. Das hat auch geklappt. Und wieder so blöd in die Mitte geworfen. Ach komm, dann wundert dich nicht. Wundert dich nicht, wenn du dann ein Gegentor kassierst. Und das ist natürlich jetzt der Deckel. Da kann aber auch keiner helfen, wenn man selber so blöd ist, es noch erkennt. Ihr könnt euch erinnern, vorhin habe ich das erwähnt, das war in der ersten Halbzeit, die Bälle nicht immer so strunzdämlich da nach vorne zu schmeißen. Mit dem Torwart. Genau das ist uns jetzt zum Verhängnis geworden. Anstelle des 2-2, was wir eben durchaus hätten erzielen können mit zwei, drei Möglichkeiten, kassieren wir jetzt hier den Genickschlag von Arturo Vidal, ehemals Leverkusen. Ja, müssen wir es halt wieder probieren. Nochmal nach vorne, das Benzema, Subotic ist vorne mit dabei. Ja gut, da passt nichts mehr. Da passt nichts mehr, ist jetzt auch wurscht, was hier passiert. Ob jetzt 1-4 passiert noch oder es beim 1-3 bleibt. Nochmal mit Higuain, der ist weit weg. Weit weg von dem Torerfolg hier. Da leckt es nochmal ganz kurz. Macht nichts. Spiel vorbei. Ich denke aber, es war unterhaltsam. Hat Spaß gemacht. Trikots sind dreckig aufgrund des Wetters. Tevez, Vidal, die können jubeln. Wir nicht. Wir haben es teilweise selber vergeigt. Benzema hatte nicht so viele Möglichkeiten, hat aber wenigstens ein Tor gemacht. Wir werden gleich nochmal genau auf die Chancenauswertung gucken. Ulreich war der beste Mann mit einer 8,1. Kramer, Groß, die waren okay. Mkhitaryan war nicht so gut. Kagawa genauso wenig. Bakka, kannst du knicken. Benzema mit dem Tor 7,8. Schmelzer ganz schwach. Chiellini nur eine 5,9. Ach, sieh mal einer an. Da hat er aber in der ersten Halbzeit mehr erhoffen lassen. Da hat er ja quasi alles weggeräumt. Tevez 9,7. Das war der Beste. Vidal war noch stark. Also das sind die beiden überragenden Spieler des Gegners. Wenigstens 421 Mitleidsmünzen, die wir hier bekommen. Ja, von den Chancen her. Hier sieht es jetzt schon klarer aus insgesamt. Mehr Schüsse aufs Tor. Das Einzige, wo wir ein bisschen hervorstinken können, ist die Passgenauigkeit und eben der Ballbesitz. Das war's aber dann auch.
Das war's. Wir bleiben bei 7 Punkten stehen. Wir haben noch 3 Spiele. Da müssen wir es reißen. Weil sonst geht's wieder runter. Und Liga 8 wäre echt schon peinlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den Voraussetzungen in Liga 8 abzusteigen. Muss nicht sein. So, Leute, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dieses Wochenende steht im Stile des Black Friday und ihr habt Special Packs rausgehauen. Und da werden wir jetzt uns mal angucken, was wir da machen können. Die Web-App verteilt auch wieder Geschenke. Ich glaube, das war auch deswegen. Diese beiden hier, kleine Promo-Sets, Bronze und Gold. Wir machen erstmal das Bronze auf, aber das wird uns nichts bringen. Was soll da drin sein? Da könnte höchstens ein Inform Bronze drin sein, aber so viel Glück, glaube ich, habe ich nicht. Lawrence. Das ist der einzige Spieler, den wir hier drin haben. Schicke ich alles zum Verein. Weil verkaufen dringt bei dem auch nichts mehr. Und eben dann das kleine Promo-Gold-Set. Noch 4 Objekte, 4 Gold. Kein Seltener. Das heißt aber nichts. Na, ich hatte ja auch, ich hatte in sowas auch schon seltene Spieler drin. Griezmann. Was hat er? Musacho. Und Della Bella. 2 Spieler für ein Liga BBVA-Team. Gluschakow noch und ein Ball. Das heißt Team. Man könnte halt versuchen, das wieder so zu machen, dass man eine komplette BBVA-Innenverteidigung und Viererkette machen kann. Davon habe ich gesprochen. 100.000 reicht nicht. Aber 35, da können wir eins aufmachen. Der läuft ab in 7 Stunden. Das in 2 Stunden. Was? 21.230 Sets? Ist es ein Bug? Nee, ist es nicht. Jetzt hat's gerade... Aha, seht ihr. Das ist weltweit. Gibt's da nur 20.800 Packs jetzt noch für die PS4 oder PlayStation insgesamt. Wir machen so ein 35.000er auf. 30 Objekte, glaube ich, sehr genau, 26 Gold, 18 seltene. Das wäre natürlich so geil, wenn der Messi jetzt da drin wäre. Leck mich am Arsch. Was haben wir? Muslera, ey. Mit einer 82, 2 Torhüter. Castro. Non-Rare-Stürmer. Um Gottes Willen. Agassa ist ein Torwart, französische Liga. Wir haben Higuain, aber leider den falschen. Ey, die können mich langsam am Arsch lecken. Letztens den Fake-Azar und jetzt noch den Fake-Higuain. Mensch, Forster, Sal, Muslera... Gomez, linker Flügel, Van Dijk. Das ist der hier, der bringt gar nichts. Der ist nämlich in Schottland, ist ein Holländer. Und sehr, sehr viele Fitnessverträge. Ich glaube, das ganze Zeug dann später mal auf die Transferliste. Ich kann das jetzt gerade nicht, weil die voll ist. Meine Herren, ey. ZM, ZDM daneben an. Spielertraining geht auch nicht. Das könnte noch was wert sein. Deutschland-Wappen, schön. Bayern-Trikot, Holland-Trikot. Schwab als Duplikat und ein Ball als Duplikat. Also das war jetzt mal echt am Arsch. Also ich bin jetzt gerade echt sowas von enttäuscht. Da ist ja gar nichts drin gewesen. Aber das kann ich sagen. Messi als Recordbreaker, das ist echt eine Karte für die Ewigkeit. Da will ich unbedingt noch ein Pack-Opening machen. Und ihr könnt davon ausgehen, ich werde jetzt bis zum Mittwoch versuchen, mir möglichst viele Münzen noch zu ertraden. Und dann werden wir das versuchen. Mit einem Pack-Opening hier, Special Pack-Opening, eben diese Karte zu bekommen. Bedanke mich fürs Zugucken. Mir hat es Spaß gemacht. Das Spiel war gar nicht mal so schlecht. Und euch schöne Tage, schönes Restwochenende. Macht's gut, euer Baumi. Ciao.